Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen auf Webcrime TV. Hallo liebe Freunde, ihr habt es wieder geschafft, ihr seid hier auf TV. Es ist heute hier ein bisschen stressig laut, aber aha, wir hoffen es geht, ich hoffe man hört uns. Liebe Freunde, es gibt viel Kunst zu tun, es ist mal wieder viel passiert. Mal wieder geschehen, genau. Ja genau. Fangen wir an, Freunde. Wir haben vorhin einen Screenshot geschickt bekommen, dass wir in so einem Duden, in so einem offiziellen, ist das Wort Wixer, wir fügen hier mal ein Bild ein, ist in diesem Duden aufgeführt. Wixer. Ja, wir blenden das ein. Ja, okay. Also das ist gerade hier, Freunde, das heißt, ja, die Wixer, das Wixertum breitet sich aus. Hashtag Wixer. Verbreitet es, liebe Freunde, damit das noch trendiger wird. Und die Herren Apes waren mal wieder fleißig. Wir hatten noch zu Hause, ich sag mal, 2500 Autogrammkarten liegen und wir haben die alle durchunterschrieben. Wie lange saßen wir da dran, ey? 3 Stunden oder so? 2 bis 3 Stunden. 2, 3 Stunden haben wir da. Hier erstmal reingucken. Freunde, liebe Freunde, es ist mal wieder soweit hier im Hause Apes, denn ihr seht, wir bereiten uns wieder vor. Hier war ich schon fleißig wie immer, ihr kennt es, der fleißige André, immer schön am Pinseln hier. Und zwar haben wir noch diesen Karton voll mit Autogrammkarten gefunden, mit diesen Affengang-Karten. Und da haben wir uns gedacht, hey, wir haben die schon so lang, komm, wir unterschreiben jetzt absolut jede Karte, die wir noch in unserem Besitz haben und stellen die einfach zu jeder Bestellung, die man im Crime Shop macht, gibt es einfach eine Karte dazu. Solange die noch da sind, liebe Freunde, das sind ein paar Karten und ein paar Bestellungen, keine Ahnung, 1000, 1500, 2000 sind das bestimmt. Aber jetzt geht natürlich hier mal wieder der Marathon los, liebe Freunde. Das dauert arschlang, diese Dinge zu unterschreiben. Man hat danach Arthrose in Handgelenk und Augengliedern. Und ja, Wixel, ich würde sagen, let's the Marathon begin. Ist eine Schere drin? Und? Wir haben keine. Nice! Liebe Freunde, jetzt geht's los. Jetzt wird... Hör auf! Ich mach das. Wir haben nicht mehr viele. Ich mach das. Also wie gesagt, jetzt geht's ab. Diese Karten kann man jetzt nur noch mit Bestellung in einem Crime Shop anlegen. Genau, dann werden wir aber, wir müssen ja auch mal neue machen. Die letzten Autogrammkarten sind das. Wir machen hier eine einzige Special One. Für dich. So, da unterschreiben die anderen beiden auch gleich noch drauf und die ist dann für dich. Boah, es ist endlich geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben die ganzen Karten alle jetzt unterschrieben bekommen. Schaut euch an, wie viel das sind. Es ist mittlerweile der nächste Morgen. Wir haben die ganze Nacht durch. Nein, sowas auch nicht. Aber schaut euch das an. Schaut euch den Stapel an, Alter. Oh mein Gott. Guckt euch das an. Ja. Wie lange wir hier dran geschrieben haben, Alter. Ich weiß gar nicht, was schätzt ihr, wie viele sind das? 2 bis 3.000. Ja. Ich hab schon so eine Million. Hier ist die letzte Karte. Oh, die letzte. Warte, die muss natürlich schön sein. Hier das schönste Herz. Ja, ne, diesen Herzen. So, und jetzt. So, Freunde, die Karten wird's nicht mehr geben. Das sind die letzten ihrer Art. Ja, Freunde, ihr habt's mitbekommen. Die Karten gibt's jetzt einfach als Dankeschön für diesen epischen Support. Also, Crime Shop. Oh, ich frag sie, komm. Scheiße. Hilfe! Zivilcourage! Digga, Polizei, komm, Polizei! Ja, liebe Freunde, und ansonsten, dieses Jahr ist sehr viel passiert, sehr, sehr, sehr tolle Sachen. Und wir überlegen, sowas wie so einen Jahresrückblick nochmal zu machen. Was 1000 andere Leute bestimmt auch noch machen werden. Das ist ja sowieso der absolute Standard, Alter, liebe Freunde. Ihr kennt es, zum Ende des Jahres, das gab's ja immer auch schon. Mann, was geht denn hier, Alter? Blaulicht. Schon wieder? Im Fernsehen ist es ja auch so, dass da immer viel Jahresrückblick halt kommt zum Ende des Jahres. Logischerweise. Aber wir müssen das irgendwie cool machen, oder? Aber wir gehen das auch hier so chronologisch durch, liebe Freunde.
sodass wir nochmal gemeinsam lachen und weinen und sonstige Dinge. Neuigkeiten, Neuigkeiten, Freunde. Ihr wisst ja, ich und der werte Cengiz sind mit unserem guten Jan eingefleischte WoW-Spieler und es läuft auch ganz Arena-Meister. Gut. Ja, Arena-Meister. Wir können nicht so viel spielen, aber so langsam geht's an die Spitze. Für die Leute, die es was sagt, Cengiz fast 1,9, ich bin so 1,8 irgendwo. Und dann dachten wir uns, irgendwie jetzt fangen ja alle an mit diesem Twitch und wir spielen ja sowieso und dann dachten wir, wieso machen wir nicht dieses Twitch einfach nebenbei an? Aber nicht, ja nur, nicht nur WoW, vielleicht auch Super Smash oder andere Games. Ja, kann man schauen, aber dann können wir halt so, weil wir spielen sowieso, dann könnt ihr halt so live dabei sein, wenn wir epische Duelle machen. Okay, Wax, ich zeig, wie du in die Arena gehst. So, ich bin Camouflage. Nein, wir haben dann gedacht, dann können wir ein bisschen kommentieren, eure Comments, und ihr könnt live zuschauen, wenn die Legenden sich zum Spielen erheben. Ja, ist das eine gute Idee oder nicht? Wir schreiben unter dieses Video mal zwei Kommentare. Das eine heißt scheiß Idee, das andere heißt gute Idee, und ihr müsst jetzt hochranken. Es gibt bestimmt wieder ein paar Assis, die dieses Kommentar als Spam markieren oder so. Das kann man gar nicht mehr. Oh, was macht ihr jetzt? Wer war das? Hey, Sie! Oh nein, der hat einen Hund. Der hat einen Hund. So, liebe Freunde, an dieser Stelle möchten wir dieses tolle Video beenden. Freunde, nächste Woche Freitag ist geplant Songs in Real Life 4, ne? Ich glaube auch 4. Ich glaube, es ist auch 4, Freunde. Es wird also nochmal spannend. Und bis bald. Ach ja, und schaut Let's Draw, das kam gerade raus. Tschüss.